So, wir müssen nach Neos, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Entweder das oder wir mussten erst noch mal in die Hütte vom obersten Hohenpriester. Ich weiß es nicht mehr. Und wir gucken einfach mal. Ich meine aber, wir müssen jetzt hier hin. Auf alle Fälle sehr wichtig hier ist, wenn man jetzt vor den nächsten Events die Stadt hier nicht untersucht auf Items, wie ich es ja schon gemacht habe, dann kann man die Items, die es hier gibt, auch nie wiederbekommen. Also tut's lieber vorher, bevor ihr die Tür öffnet, so wie ich. Ja. Wäre ein schlauer Schachzug von euch. Ladies and gentlemen, as you are all aware, the Lord High Priest has passed away. Our prayers go with him. Now he sits beside the goddess. There are those intent on making spurious allegations about the circumstances surrounding his passing. But I can assure you, he died a natural death. And I tell you this, I have no intention of becoming the next Lord High Priest. Or rather, I have no intention of becoming another hollow idol like all those we have had to endure until now. I ask you, what is a king? A king is but a man born into the right family. Should that give him the right to do whatever he pleases? Be waited on hand and foot and answer to no man? A soldier demanding such treatment would never be tolerated. Even if such a soldier had the stature of a king, he would never be allowed to escape the social class into which he was born. I am such a soldier, born out of wedlock and thrown out of my own home. A commoner like me has no right to be Lord High Priest. That is the belief of the church. Yes, such positions of weighty responsibility should be filled exclusively by incompetent aristocrats. Our great, noble, and righteous holiness. A sorrowful prayer for our uncertain world? Perhaps. But certainly nothing more. The Lord High Priest, our kings, our goddess, all of them reign over us from their high, exalted thrones. But I am different. For I have not one drop of nobility in my veins. Yet I am here, and only as a result of nothing but my own merit. Follow me. It is time to oust our artless rulers. It is time to choose a new leader. So, you have a choice. Follow me. Or meet your fate, just as those intruders shall.
Er ist immer noch ein Arschloch. Ah. Aus dem Nichts ertönt eine Stimme. Die Seele des Göttervogels spricht mit Kommentar. You should have stayed away. But if you stand between me and my destiny, you leave me no choice. Okay, endlich mal etwas, was ich schon lange machen wollte. Marcello, sowas von in den Arsch treten mit Schwertern, die ziemlich Aua machen. Ja, ja, ja. Ah, sehr schön. So gefällt mir das. Noch das Fokus-Tambourin dazu. Ja, so lässt es sich leben. Mit gesenkter Abwehrkraft für Marcello lässt sich noch besser leben. Nur ja, er ist leicht stärker als unser geliebtes Hündchen da. Aber das, was er bisher macht, ist nicht wirklich der Rede wert. Oh, Jessica sogar eine Stufe 20 Konzentration. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Ja, gefällt mir. Gefällt mir weniger. Aber ist nicht schlimm. Es wäre besser, wenn er nochmal angreifen würde. Das ist schon eher schlimm. Ja, ja doch, ja. Nicht zu schlimm? Nein, nein, aber schlimm. Ja, 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 ja. Ich könnte auch wieder mein Team rufen, aber das wäre ein bisschen langweilig. Meint ihr nicht auch? Ich glaube schon. Ich müsste jetzt eigentlich mal die Multi-Heilung einsetzen. Jetzt seine Konzentration flöten, aber naja, was macht er schon? Ach, jetzt ist meine Party auf einmal langsamer als alles andere. Das finde ich irgendwie krank. So krank. Das heilt auf alle Fälle gut, muss man sagen. Sehr schön. Ich glaube, ich könnte jetzt auch langsam aufhören, den Helmspalter die ganze Zeit benutzen, so weit. Aber er ist so toll. Ich könnte auch mal diese Technik zeigen, das Metzelbein. Das ist bestimmt etwas, was ihr schon mal sehen wolltet, das Metzelbein, ja, Metzelbein. Ich meine, das heißt Metzelbein. Das ist doch etwas, was man sehen will. Meine Güte, die finden sich hier mag aber echt, ne? Wow. Und erledigt. Marcello ist besiegt, jetzt Mitglied der Gruppe, 11.020 Erfahrungspunkte, Angelo erreicht die Stufe 38. Ja, mehr Bögen, warum nicht? Angelos Bogentalent verbessert sich aber zu einem Wunderschützen. Die Kirubin-Pfeiltechnik wird zu Seraphen-Pfeil. Yeah. Und nun, Marcello. Lila anlaufen? Ne? I don't believe it. How could you? Das war übrigens nur ein Witz mit dem Lila anlaufen. Naja. Now that this fool has disposed of the Lord High Priest for me,
The final heir is no more, and the seal of the scepter is broken. Yes, the time has come for my resurrection. Now, complete my revival. My revival to flesh and blood. Ganz schlecht. Hoffentlich haben das die Goldgolem überlebt. Sonst kann ich kein Geld mehr farmen. Das wäre schlecht. So, ein ganz kleines bisschen. Ihr seht, warum man Neos bis dahin von Schätzen befreit haben sollte. Ich glaube, das sorgt jetzt dafür, dass an anderen Orten andere Monster erscheinen. So wie hier müssen jetzt andere Monster rumrennen. What? What are you doing? Let me go! If you hadn't interfered, I could have had all of Rapthorn's power. But it's all over now. All hope is gone. Let me go! I don't want your help! No, I won't let you die. You will go on living.
knowing that the brother you despised your whole life took pity on you. I won't let you have everything your own way. You're determined to disgrace me more? You! More than 10 years. It was more than 10 years ago that I first came to the Abbey, having lost my family. And you were the first person I spoke to. I had nothing. No family, no home. I was all alone, and I didn't know anyone at the Abbey. You were kind to me. Just for those first few moments. You were genuinely kind. As soon as you found out who I was, it changed everything. But I never forgot that moment of kindness. You will regret the day you saved my life. You know, I really don't care. Do your worst. You can't hurt me anymore. Isn't this your ring? Your Templar's ring? It's yours. It means nothing to me now. Angelo, are you just going to let him leave? He's really badly hurt. Gut, wir können jetzt auch hieraus verschwinden, soweit ich weiß. Ich werde sehr wahrscheinlich in der nächsten Episode oder in den nächsten zwei Episoden, je nachdem wie es jetzt läuft, im Prinzip die Schätze dieser Welt suchen. Das heißt, es wird, wenn nachkommentiert. Ich habe nämlich keine Lust, jedes Mal anzumachen, 3 Sekunden aufzunehmen, wieder auszumachen und, ne? Dementsprechend verabschiede ich mich jetzt von euch, Leute. Nach dieser Szene. I'm so scared. I can't stand living under a sky like this. It's stained the color of blood. Does this mean we're nearing the end of our journey? Being cursed seems trivial compared to the thought of Rackthorn ruling over the world. That's why you have to defeat him. Everyone's lives are at stake. Do you think I'll return to my normal self if you win? Or do you think I'll have to spend the rest of my days as a horse once everything is peaceful again? I want to travel the world together with you. Even if the curse isn't lifted. Ist das nicht süß? Because that way, I won't have to marry that awful man and lose you. I'd be happy to spend the rest of my life carrying you on my back and taking you wherever you wanted to go. If that happens, please take care of me. I'd never leave your side. I promise. So, jetzt sehen wir uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.